Guten Abend, liebe Freunde von Besser Wissen und guten Abend auch an die Gäste hier im Spiegelschlössl auf dem Lutzenberg. Vielen Dank auch an unseren Gastgeber Fritz Hoffmann, der uns die Location zur Verfügung gestellt hat, um unsere Gäste heute Abend in entsprechendem Rahmen zu präsentieren. Ist lange her, dass Besser Wissen da war, 1,5 Jahre fast, aber jetzt wollen wir das wieder regelmäßig machen. Und es geht gleich richtig los mit 2 Hochkarätern, wie besprochen. Begrüßen Sie bitte mit mir heute Abend den Trainer des SV Waldhof, Patrick Löckner, und Neuzugang, die Ex-Heidenheimer Ikone Marc Schnatterer. Also es geht gleich richtig los. Patrick, am letzten Samstag durfte der SV Waldhof zum ersten Mal wieder vor Publikum spielen. Die Vorfreude war groß, das haben wir mitbekommen. Leider hat es nicht so ganz geklappt mit einem Erfolgserlebnis. Wer ist dir am Samstag lieber gewesen, dieses eine Spiel noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu absolvieren? Von wegen, es geht leicht los. Richtig geniale Fankneipe, geiles Viertel, geile Straße vorne, auch mit dem Sepp Herberger, also sowas habe ich noch nicht gesehen, muss ich sagen. Und danke für den Applaus eingangs erstmal. Nein, also muss ich ganz klar sagen, weil das zum Fußball dazugehört. Du verlierst und du gewinnst. Letztendlich musst du gemeinsam durch die schlechten wie die guten Zeiten gehen. Und deswegen hat es mich extrem gefreut, dass die Zuschauer dabei waren und dass die auch so zur Mannschaft gehalten haben. Und darum geht es ja, dass man das Vereinsleben nach außen trägt und die Leute, die Zuschauer, die Fans mit in den Verein rein integriert, in die Mannschaft integriert. Und deswegen war es schade, dass wir verloren haben. Wir hätten gerne einen Sieg abgeliefert. Das hat nicht geklappt. Aber es geht trotzdem darum, dass man, wie gesagt, in guten wie in schlechten Zeiten zusammenhält. Und das, fand ich, haben die Zuschauer hervorragend toleriert. Und die Stimmung war genial gewesen. Marc, zwischendurch Frage an dich. Wie war es für dich? Obwohl früher Rückstand, nach 9 Minuten schon 0-2. Und trotzdem haben die Waldhof-Fans, speziell auf der Ost, ordentlich Krawall gemacht. Wie fandest du das, dass trotz Rückstand, dass so die Unterstützung da war, bis eigentlich zum Schlusspfiff? Von mir auch erstmal einen schönen guten Abend. Freue mich natürlich, dass ich auch hier dabei sein darf, und ist auch für mich was Neues, hier so eine Kneipe zu sehen, ist echt schön, und man bekommt Einblicke und auch ein bisschen was über Waldhof Mannheim, auch lernt man dazu. Ist für mich auch, glaube ich, mal was Neues und was Schönes. Zum Spiel natürlich mit den Zuschauern. Wir waren alle geschockt nach den 10 Minuten. Das hat man auf dem Platz uns angesehen. Auch manchmal bis zur 30. und 35. Minute. Und trotzdem fand ich es an dem Tag auch bewundernswert, dass wir zum Glück keine Pfiffe bekommen haben oder auch Buhrufe. Es hat uns einfach, glaube ich, auch gut getan. Das Stadion, auch die Fans, uns einfach weiter nach vorne gepeitscht haben. Und wir wären gern rangekommen, hätten vielleicht das Spiel gern noch gedreht. An dem Tag sollte es leider nicht sein. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, nach so langer Zeit ohne Zuschauer war es trotzdem auch für mich wieder was Besonderes, und ich hoffe natürlich, dass es so weitergeht und von der Stimmung her, und dass die Ergebnisse dann besser werden, dass wir zusammen was zu feiern haben, weil ich muss ehrlich sagen, mich hat es beeindruckt, die Stimmung. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir dann hoffentlich bald das erste Spiel gewinnen. Das war schon für mich ein großes Erlebnis. Wird bestimmt kommen, sind wir überzeugt davon. Patrick, in der vergangenen Saison bist du gekommen, als der Kader schon feststand, also keinen Einfluss darauf hattest. Wie groß war dein Einfluss dieses Jahr, mitzusprechen, am Kader zu basteln? Also sieht bei uns immer so aus im Team, dass wir Vorschläge besprechen. Wir setzen dann Prioritäten fest auf jeder Position. Das sind immer 3-4 Kategorien, die wir abklopfen. Und dann wollen wir natürlich diesbezüglich auch die Spieler, die dann das Profil erfüllen, dann auch versuchen zu verpflichten, aber das am Ende liegt dann halt in den Händen des sportlichen Leiters auch und des Vereins, dann den Spieler endgültig festzumachen. Ich kann immer nur mit meinem Trainerteam zusammen sagen, der und der Spieler würde uns gut tun, das und das können wir gebrauchen, und das ist dann der Einfluss, den wir darauf nehmen können. Natürlich in gewissen Gesprächen oder dem einen oder anderen Zusatzgespräch sind wir dann dabei nochmal, oder ich als Trainer dann dabei, um den Spieler dann vielleicht auch nochmal einen gewissen Einblick in den sportlichen Bereich zu geben, was wir mit ihm vorhaben. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, obliegt das Finish dann quasi der sportlichen Leitung. Jetzt sind ja mit Marco Schuster, Max Christiansen, Ari Ferrati und Jan-Hendrik Marx jetzt Leistungsträger gegangen. Qualitätsspieler, wie man sagt, die konnten ja noch nicht adäquat ersetzt werden. Wie weit, deiner Einschätzung nach, ist der jetzige Kader von der Qualität der letzten Saison entfernt?
Gut, also wenn wir jetzt mal Schnatti hier sitzen haben, würde ich denke schon sagen, dass wir einen extrem guten Qualitätsspieler dazu bekommen haben. Auch ein Sommer oder auch ein Friedo haben seine Berechtigung, bei uns im Kader zu stehen. Das sind auch alles gute Spieler. Der ein oder andere braucht vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit. Natürlich ist uns klar, dass diese Jungs, die auf dem Platz waren, auch eine gewisse Führung haben und dass wir eigentlich vom Charakter her Führungsspieler, so wie den Marc auch suchen und danach auch gewisse Kriterien aufgebaut haben. Letztendlich ist es leider kein Wunschkonzert. Die Spieler fallen nicht von den Bäumen und wir sind trotzdem dran und auch Jochen ist permanent dran, mit Tim Schork zusammen Spieler ranzubekommen. Aber leider ist es bis jetzt noch nicht so von der Kaderplanung, von der Größe des Kaders und von den Spielern gelaufen, dass wir sagen können, wir sind damit momentan zufrieden. Das wissen wir aber auch. Ja, da brauchen wir auch keinen Hehl draus zu machen, weil alles andere wäre ja, ich sage jetzt mal in dem Sinne, kontraproduktiv, weil wir ja auch wissen, was wir verloren haben. Sie haben es gesagt, 10 Abgänge, 4 Top-Abgänge dazu, bisher 3 Neuzugänge. Heute haben wir ja mit Alexander Rosipal einen sehr guten Spieler verpflichtet für die linke Seite, der aber auch noch Zeit braucht, der auch 10 Wochen raus war jetzt, den wir auch langsam ranführen müssen. Und das sind halt Prozesse, ja, jeder Trainer wünscht sich eine fertige Mannschaft und sagt, geil, jetzt komme ich her und ich will den und den und den Spieler und dann kann ich loslegen und ich kann in der Vorbereitung mit 20 Spielern trainieren und kann das alles einspielen und die Philosophie übertragen und die Mannschaft kann sich finden und diese ganzen Attribute, die eigentlich wichtig sind, aber es läuft nicht immer in der Praxis so wie in der Theorie, deswegen, wir nehmen die Situation an, wie sie ist. Wir wissen, dass sie besser werden kann und darauf bauen wir und in dem Moment versuche ich einfach nur aus meinen Jungs, die ich zur Verfügung habe, das Beste rauszuholen und tagtäglich sie weiter zu fordern. Habt ihr euch eine Deadline gesetzt, wann der Kader komplett sein soll? Oder kann man da gar nichts sagen? Also alles offen, zeitlich. Ja, da kann man nichts sagen. Desto schneller, desto besser. Ja. Und wie gesagt, wenn hier jemand einen Vorschlag hat zu einem guten Spieler, ich bin danach noch ansprechbar. Her damit. Also wir sind dankbar für alles. Aber nein, desto schneller, desto besser. Klar, ja, ist ja logisch. Wir werden es mal festhalten, ja. Die Frage muss einfach kommen. Sie bekamen am Montag bei der Eröffnung des Fanshops einen Rucksack umgehängt. Markus Komm, der Geschäftsführer, sagte, wir müssen unsere Einstellung ändern. Der Waldhof ist jetzt in der Innenstadt vertreten mit dem Fanshop und jetzt muss unser Anspruch sein, nicht mehr wir wollen jedes Spiel gewinnen, sondern wir werden jedes Spiel gewinnen. Wie glücklich sind Sie über diese Aussage? Sie müssen es ja am Ende realisieren oder du musst es am Ende realisieren. Genau, also ja, eins ist klar, ich bin jetzt 44 Jahre, hab eine Tochter, bin Familienvater, ich stehe schon ein Stück weit im Leben, ich kenne solche Aussagen und ich weiß, was das mit einem machen kann, aber es geht ja nie darum, was es mit mir macht. Ja? Ich muss gucken, dass die Spieler performen und deswegen ist die Frage für mich schwer zu beantworten, weil ich bin jemand, der eigentlich klar ist. Ja? Und deswegen gebe ich die Frage mal an Schnatti weiter, der kann ja die gut beantworten. War das jetzt überraschend oder haben wir eine Antwort parat? Ja gut, ich bin ja jetzt auch nicht ganz so lange hier, um jetzt da wahrscheinlich die richtige Antwort drauf zu haben. Ich bin auch schon ein bisschen dabei, ich habe auch schon ein bisschen was erlebt, aber in den letzten 13 Jahren, als ich in Heidenheim war, sind wir immer gut gefahren, wenn wir ja, ein bisschen zurückhaltender waren und haben dann mit guten Leistungen und während der Saison versucht, unsere Ziele auch, wenn wir sie erreicht haben, nach oben weiter ausbauen zu können oder wollten wir sie ausbauen. Das war so immer unsere Marschroute und ich finde einfach, ich bin vom Typ her einer, der auch in manchen Dingen demütig ist und deswegen, das ist eine Aussage, die müssen wir annehmen, das ist von unserem Geschäftsführer, aber klar, wir haben ein paar junge Spieler auch in der Mannschaft, ich hoffe natürlich, dass die das auch gut damit klarkommen. Ich bin trotzdem eher der Typ, der sagt, ich gehe in jedes Spiel und möchte es gewinnen, aber ich glaube, ich kann nicht sagen, dass wir jedes Spiel gewinnen werden, weil ich habe es vor kurzem auch in einem anderen Interview gesagt, das schafft nicht mehr Bayern München und deswegen glaube ich, ja, wir versuchen einfach ab Samstag die ersten 3 Punkte zu holen und das ist unser einziges Ziel und alles Weitere brauchen wir auch nicht kommentieren eigentlich. Wird auch nicht erwartet, dass dieses Spiel gewonnen wird, obwohl es schön wäre. Patrick, wir hatten gerade eben über Qualitätsspieler gesprochen, du hast auf Marc schon verwiesen. Welchen Stellenwert hat er innerhalb der Mannschaft? Er hat also jetzt schon, du hast jetzt am Samstag schon mal Marcel Seger vertreten als Kapitän. Wie wichtig ist er jetzt schon für die Mannschaft und für dich als Trainer? Ja, Marc hat eine vorbildliche Karriere abgeliefert in der zweiten Liga, hat sich 100 Spiele gemacht und ist natürlich ein Spieler, bei dem die Jungs hochgucken können. Ne? Also das, was er vorlebt auf dem Trainingsplatz, also von seiner Einstellung,
bis zur Umsetzung ist halt das, wo die Spieler hin möchten. Und es ist immer wichtig, solche Spieler im Kader zu haben, um zu sehen, warum ist er denn da oben gewesen. Nicht, weil er sich ausruht, nicht, weil er einen Schritt weniger geht, sondern weil er Vollgas gibt. Und das ist das Entscheidende, was die Spieler aufsaugen müssen und mitkriegen müssen. Und gerade ein junger Kader braucht solche Spielertypen, die einfach vormachen, warum sie da oben sind und so eine Karriere abgeliefert haben. Und das ist halt das Einzige, wo ich sage, das nicht das Einzige, aber das ist das, worauf es bei uns ankommt. Und ich sag mal, wenn Schnatti jetzt ein paar Mal öfter im Kraftraum gewesen wäre, hätte er bestimmt auch erste Liga mal gespielt, oder? Ja, die war meinst du. Damals gab es noch keinen Kraftraum, wo ich gesehen. Also hätten wir uns früher schon kannt und du hättest mich mitgenommen in den Kraftraum, wäre ich jetzt vielleicht geschafft, aber. Okay, Marc, bleiben wir mal bei dir. 13 Jahre Heidenheim. Gibt noch ein paar andere Stationen hier in Baden-Württemberg, also Freiberg, HSC und so weiter. Aber alles tatsächlich im Ländle. Zwar nicht immer so direkt am Heimatort. War das so immer deine Absicht, nie zu weit weg zu gehen? Mal weg von dem alten Verein, ja, aber nicht so weit weg, dass man nicht in 2 Stunden zu Hause sein könnte. Hatte kein Visum, dass ich rauskomme. nee, aber es hat sich so ergeben. Ich hatte eine gute Zeit in der Jugend und Anfang im aktiven Bereich in Freiberg und habe dann den nächsten Schritt damals in die Regionalliga Süd bei der zweiten Mannschaft vom KSC mein Glück versucht. Das war jetzt für mich vom Reifeprozess in jungen Jahren relativ gut. Ich habe leider nicht so viel gespielt und auch nicht einen Durchbruch dort geschafft. Und dann kam es ja irgendwann mal darauf an, was macht man jetzt, in welche Richtung kann es gehen. Und ja, mit Heidenheim habe ich dann eigentlich einen Glücksgriff gelandet. Und dass es dann 13 Jahre geworden sind, und dass man sich damit Liga entwickeln konnte, ja, war schon was Besonderes. Und von dem her, dass es jetzt zufälligerweise alles in Baden-Württemberg war, war jetzt nicht geplant. Aber ich finde es auch nicht schlimm. Und wenn man die Nähe zur Familie hat, also ich bin Familienmensch. Meine Eltern kommen eigentlich fast immer zu den Spielen, zumindest bei den Heimspielen sind sie da. Dann haben sie auch kurze Anreise. Ich finde es jetzt eigentlich eher positiv. Und von dem her, wenn es weiter weggegangen wäre und wenn es vielleicht eine Möglichkeit gegeben hätte, hätten wir es vielleicht gemacht. Aber ich bin eigentlich bis jetzt ganz glücklich, dass es so gekommen ist, wie es bis jetzt auch gelaufen ist. Nee, wir sind auch recht froh drüber, dass es geklappt hat. Patrick hat gerade eben geschildert, wie er dich so sieht als Spieler, als auch als Führungsspieler. War das dir bei dem Wechsel klar, dass du hier diese Rolle gleich übernehmen solltest als Führungsspieler? Zwar schon etwas reifer, klar, aber dass du hier gleich so als Führungsspieler erwartet wirst? Oder war das sogar ein Kriterium für dich, zu sagen, wenn ich da hinkomme, möchte ich auch gleich so meinen Stempel aufdrücken? Nee, also ein Kriterium war es nicht, aber wenn man ein bisschen älter ist und ein paar Spiele schon auf dem Buckel hat und auch in den Gesprächen, hat mir der Trainer auch gesagt, dass er mich als Führungsspieler sieht und braucht auch ein bisschen da jemand, der es auch vielleicht verschiedene Situationen schon kennt, um das auch dann weitergeben zu können. Und für mich war dann aber klar, dass ich das gern übernehmen möchte, wenn ich auch hierher komme. Und dass jetzt am Wochenende so war, dass ich die Mannschaft aufs Feld führen konnte. Ich bin ehrlich, ich wäre froh gewesen, wenn der Cello dabei gewesen wäre und hätte die Kapitänsbinde am Arm gehabt. Also er verkörpert ja auch das, was ich vielleicht auch 30 Jahre in Heidenheim verkörpert habe, auch die Verbundenheit hierher und alles. Ich glaube, das ist extrem wichtig und von dem her, ich habe es gern gemacht, aber ich hoffe natürlich, dass er schnellstmöglich wieder dabei ist. Aber es ist ja auch bei mir so, ich war auch jung und hatte erfahrene Spieler um mich rum, die mich da geführt haben, Tipps gegeben haben, an denen ich mich hochziehen konnte. Und ich glaube einfach, man lernt voneinander. Ich lerne auch von den jungen Spielern, auch das hat sich viel verändert, auch in der heutigen Zeit. Und ich muss sagen, ich gebe gern Tipps weiter, ich gebe gerne auch jeden Tag eine Hilfestellung, aber wie gesagt, da müssen auch ab und zu die Jungs auf einen zukommen und das macht man nicht immer nur und sagt so und so, sondern ich glaube, man muss sie ab und zu mal in Ruhe lassen und man muss auch mal die Jungs anecken lassen, Fettnäpfchen dappen lassen, das gehört einfach dazu, finde ich, und ich versuche einfach zu helfen, wo ich kann. War eigentlich von Beginn an die Akzeptanz, dich als Führungsspieler zu sehen, innerhalb der Mannschaft, zu spüren? Oder gab es von dem einen oder anderen so eine gewisse Distanz? Mal sehen, was er noch drauf hat mit 35 Jahren. Nee, also ich glaube schon, dass die Akzeptanz da war. Ich glaube auch, man kennt sich ja auch so untereinander ein bisschen. Man hat mal gegeneinander gespielt oder die Spiele verfolgt. Ich glaube, das ist relativ entspannt. Man stellt sich da immer das viel dramatischer vor. Also ich glaube, ich bin hier super aufgenommen worden. Die Jungs haben mir auch den nötigen Respekt entgegengebracht, die Akzeptanz, aber genauso von meiner Seite auch der Respekt. Und ich habe mich super wohlgefühlt von Anfang an. Und deswegen
ich glaube, da gab es von Anfang an A keine Probleme und deswegen war das für mich auch relativ easy hier der Einstieg. Also so kann es weitergehen. Auf jeden Fall. Also, dass wir das Thema zweite Bundesliga endlich abhandeln, angenommen, das würde klappen in ein, zwei Jahren. Was würde dir ein Aufstieg mit dem SV Waldhof in die zweite Liga bedeuten? Ja, also ich bin ein Fußballer oder ein Sportler. Wenn ich an was rangehe, dann möchte man immer natürlich das Maximale rausholen. Und sollte das natürlich klappen, dann... Würdest du noch ein Jahr dranhängen, ne? Ja, natürlich, aber auch das muss man ja abwarten, wie der Körper sich anfühlt. Vielleicht muss man dann auch mal aufhören, wenn es am schönsten ist. Das kann ich ja so nicht sagen. Aber ich glaube, was man dann mit einer Mannschaft erreichen könnte, was auch hier der ganzen Stadt und den Fans bedeuten würde, ich glaube, das wäre schon nochmal was Einmaliges. Ich glaube, die Verbindung, ja, das nochmal erleben zu dürfen als Spieler auf dem Platz, wäre schon nochmal ein richtiges Highlight auch in meiner Karriere. Okay, arbeiten wir drauf zu. Ne? Patrick, jetzt gab es heute die Meldung eines Neuzugangs, eines weiteren, auch jemand aus der zweiten Liga, SV Sandhausen, Alexander Rosipal, einer für die Defensive, den man in Sandhausen immer so ein bisschen kritisiert hat, dass er zu viel Offensivdrang hat. Wäre es genau das, was dir an dem Spieler gefallen würde? Also bei Alex ist es ja so, er hat ja mehrere Eigenschaften, ne? Und du musst als Trainer mal wissen, was möchtest du von dem Spieler, was kann der Spieler aber auch leisten. Und wenn das ein Spieler ist, der einen gewissen Offensivdrang hat und stellst ihn jetzt vor eine Aufgabe, die er nicht lösen kann, weil er nur mit Defensivaufgaben bestückt wird, schwächst du ja sein Spiel. Das heißt, die Charaktereigenschaft plus seine fußballerischen Fähigkeiten sind das, was wir am Ende beurteilen und gucken, wann passt es gegen welchen Gegner am besten zum Matchplan oder zum Mannschaftsgeist. Entscheidend ist halt immer, dass du erstmal die Fitness hast, ein Spiel über 90 Minuten auch konstant zu spielen. Das bedeutet, er hatte ja weniger Einsätze auch im letzten Jahr gehabt. Da müssen wir erstmal abwarten, dass wir das hinbekommen. Und nur wenn du dieses Fitnesslevel hast, dann bist du auch in der Lage, die Zweikämpfe zu gewinnen und für dich zu entscheiden und somit das Team mitzureißen. Und das ist aber erstmal unsere Hauptaufgabe. Und dann gucken wir mal, in welcher Position wir ihn wie einbringen. Anton Donko ist auch ein offensiver linker Verteidiger, der in den letzten Jahren eine hervorragende Runde gespielt hat und sein Defensivspiel extrem schnell verbessern konnte. Deswegen gehen wir davon aus, dass wir das auch bei ihm hinkriegen, so dass es funktioniert. Ist ja auch noch ein ganz junger Mann, also sehr gutes Fußballer. Kennst du ihn eigentlich, Alexander Rosipal? Er hat ja, ich glaube, an Heidenheim ganz gute Erinnerungen von Beginn des Jahres, ne? War ich aber verletzt. Nicht gespielt und noch nicht mal im Kader, jawohl. Also ich habe es gesehen, das Spiel, er hat ein Tor gemacht, eins vorbereitet, das weiß ich noch. Ich glaube 4-0, ne? 4-0 ging es aus, ja. Ja. Also wenn er bei uns dann auftrippelt und ein Tor vorbereitet und eins macht, dann sind wir alle glücklich. Aber ja, ich glaube, er bringt auch eine gewisse Erfahrung mit und ein junger Spieler. Ich glaube, er ist auch da einer, der mit anpacken möchte an den Zielen, die wir uns dann auch stecken. Und deswegen glaube ich einfach, dass es auch nochmal wichtig ist, da in der Breite nochmal einen Spieler zu haben, um dann auch immer die Möglichkeit zu haben, da zu variieren. Und das ist auch für den Trainer, glaube ich, ein wichtiger Punkt, da flexibel zu bleiben. Ganz spitzfindige Frage. Also hier sitzen nur Waldhof-Fans. Das ist schon mal das Gute. Also es ist Sympathie auf der ganzen Linie, aber die sind auch kritisch. Es ist halt mal so. Frage an dich. Die Frage kam tatsächlich, also ich sage den Namen nicht, aber die Frage, die an mich direkt gestellt wurde, dass ich sie weitergebe. Was sagst du den Leuten, die glauben, die Frage kam vor dem Spiel, vor dem letzten, was sagst du den Leuten, die sagen, der Waldhof spielt dieses Jahr eher gegen den Abstieg? Jeder darf seine Meinung haben und andere Experten wie Liga 3 Online haben uns ja zwischen Platz 9 und 12 gesetzt, weil wir vom Kader noch nicht so stark aufgestellt sind wie im letzten Jahr. Ich sage, im Fußball ist alles möglich und ich bin generell auch jemand, der sich gerne größere Ziele steckt, die realistisch sein sollten aber. Und nochmal, also wir versuchen das Beste rauszuholen und wir können, glaube ich, unseren Erfolg nicht an einem Tabellenplatz messen, das ist meine Meinung, sondern an der ehrlichen Arbeit, die die Jungs abliefern und den Respekt, den sie sich damit erarbeiten. Und ich glaube, dass das bei uns im Vordergrund steht. Der Tabellenplatz kommt dann ganz von alleine. Also können wir die Leute beruhigen. Also ich sage es jetzt mal so, es wird nicht passieren. Okay, also ich habe gesagt, es gibt immer wieder Wunder. Es gibt ja viele Vereine, wenn ich überlege, Leicester City zum Beispiel in England wird auf einmal Meister. Aber das sind halt Dinge, die sind passiert in der Vergangenheit. Und daran sieht man einfach, dass im Fußball alles möglich ist. Ja. Und
deswegen auch ein gutes Wochenende. Genau. So, ja, das also, sind halt diese Themen. Bevor es noch unruhiger wird, vielen Dank erstmal. Wir sind mit der ersten Runde durch. Vielen Dank. Und wir machen jetzt eine kurze Pause von 5 bis 10 Minuten und treffen uns dann zum zweiten Teil wieder. Dankeschön. Liebe Freunde von Besser Wissen, wir kommen zum zweiten Teil und wir haben mit einer kritischen Frage begonnen, geendet und beginnen jetzt mit einer kritischen Frage, die aber auch wieder von einem Fan kam. Patrick, man ist der Meinung, wir haben gute Stürmer. Ich denke, die Meinung deckt sich mit deiner Meinung. Und unsere Spielweise ist auch offensiv ausgerichtet. Aber meistens ist Martinovic allein auf weiter Flur. Wir schaffen es selten, im gegnerischen Strafraum einmal eine Überzahlsituation zu schaffen. Sehen Sie das auch so? Ja, also generell reicht es ja, wenn ein Stürmer drin ist und der das Tor dann macht. Ne? Das wäre ja schon mal wär auch okay in dem Moment. Aber nein, natürlich klar. Also das sind Dinge, die wir aber auch sehr oft in der Woche trainieren. Wir brauchen durchlaufende Positionen, definitiv. Auf dem Zentrum, also auf der Ballfernseite. Und es muss nicht immer eine Überzahlsituation, aber zumindest eine Gleichzahlsituation sein. Was wir immer haben wollen, ist, dass der kurze Pfosten besetzt ist, der lange und der Elfmeterpunkt halt für den Ball, der nach hinten in den Rücken geht. Aber das ist korrekt, das ist sehr auffällig, dass wir die Box wirklich da teilweise nicht 100% besetzt kriegen, so wie wir es gerne hätten. Und wie gesagt, da arbeiten wir dran. Im letzten Jahr hat es ja schon ein paar Mal sehr, sehr gut geklappt. Und da müssen wir einfach wieder hinkommen, dass wir da die nötige Gier entwickeln und den letzten Willen wirklich da reinzustarten. Und wenn es noch so viel Schweiß und Tränen kostet, diesen Weg dann noch zu machen. Apropos Schweiß und Tränen. Also heute wurde berichtet, dass die Mannschaft sehr geschliffen wurde. Also die Kommission für Menschenrechtsverletzungen, die hat schon mal angeklopft, ob es wirklich so schlimm war. Wie war es heute? Mit Gewichten gezogen und so weiter. Ja, es war schon eine intensive Einheit, aber Anfang der Woche für uns ist es, glaube ich, der richtige Tag, um was draufzupacken. Wir wollen ja vorbereitet sein. Ich glaube, das wird am Samstag ein schwerer Gegner. Und Dortmund 2, ne? Borussia Dortmund 2. Natürlich. Ja. Also, ich habe es mir angeschaut am Wochenende, mal, wo ich daheim war, das Spiel ein bisschen spielerisch, denke ich mal, eine gute Mannschaft, aber da müssen wir, gerade das, was wir heute trainiert haben, mehr Zweikämpfe und viel laufen, das müssen wir auf den Platz bringen, dann können wir den Jungs da auch ein bisschen eine Schneide abkaufen. War die Trainingseinheit heute eine Folge des letzten Spiels oder war das so geplant heute? Also wir hatten ja heute 2 Trainingseinheiten, ja. Und das Gesamtvolumen ist eigentlich immer abgestimmt nach dem, was wir vorfinden. Und also es hatte aber auch eine leichte Folge von der einen oder anderen Situation, die uns vielleicht in dem Spiel nicht so gefallen hat, aber im Großen und Ganzen ist die Dienstags-Mittagseinheit immer die anstrengendste Einheit und da geht es eigentlich immer um Zweikämpfe, Zweikampfführung, die Prinzipien, die wir im Spiel gegen den Ball haben, also Defensivthema meist, dieses Beackern der Räume bzw. des Gegenspielers, und das ist halt das Thema und das ist immer sehr, sehr anstrengend. Also heute ging es vom 1 gegen 1 hoch bis zum 3 gegen 3 und dann um einem 7 gegen 7 angespielt, also alles, was Action beinhaltet, wo du wirklich viel Druck auf den Ball kriegst, wo du viele Zweikämpfe führen musst, viel Mentalität reinlegen musst. Es ging darum, lautstark sich zu unterstützen, zu coachen, anzupeitschen, so dass du wirklich das letzte Quäntchen noch rausholst. Aber das ist ja, wie gesagt, diese Dinge, diese Anker setzen wir immer wieder und das ist in der Dienstagseinheit halt einfach ganz normal, dass es für die Spieler anstrengend ist und das muss auch sein, weil sonst einfach die Weiterentwicklung gerade im konditionellen Bereich nicht stattfinden kann. Also die Waldhof-Fans können beruhigt sein, der Trainer reagiert individuell auf eine Situation, aber der Trainer hat auch gesehen, dass die Anfragen der Fans schon eine gewisse Fachkenntnis aufweisen. Absolut, ja. Also das sind Dinge, die ja offensichtlich sind und ich finde es ja gut, wenn wir die beantworten können, sodass jeder auch sieht, dass wir unsere Arbeit schon ein Stück weit akribisch nachgehen, aber auch gewissenhaft umsetzen und warum sollen wir uns das nicht anhören beziehungsweise zu Herzen nehmen. Ja? Also ich finde es gut, wenn solche Fragen kommen, können Sie gerne noch ein paar Zettel draufpacken, ist kein Problem. Okay. Da komme ich jetzt gleich zu einem, ist schon in Ordnung, zu einem, das scheint mir so ein Lieblingsbegriff zu sein, Laufleistung. Also du erwartest immer eine bestimmte Laufleistung. Ist Laufleistung so für dich so ein Gradmesser, dass die Mannschaft dann auch wirklich oder die einzelnen Spieler alles rausgehauen haben? Nein, das jetzt nicht. Also ich gucke mir nicht die Parameter im Spiel an, da werden wir auch die, da haben wir auch die Sensoren nicht an. Das ist dann im Training, um einfach zu sehen, wir vergleichen Spieler miteinander, um einfach zu sehen, ist der eine
in der Lage, das Tempo mitzugehen, was der andere hat, oder beziehungsweise ist es das Trainingsziel, was wir erreichen wollten? Schon, aber am Ende muss man auch sagen, ist es ein Bauchgefühl, das, was wir sehen. Da sind mir die Daten dann auch am Ende scheißegal. Wenn ich das Gefühl habe, dass einer nicht alles gibt, dann wird das genauso angesprochen, als wenn die Daten was anderes belegen. Und es geht einfach darum, dass die Spieler wissen, dass es wirklich nur da mit dieser Laufleistung auch funktioniert in der Liga. Und ich glaube, im letzten Jahr waren wir stark in dem Bereich und deswegen konnten wir auch als Achter abschneiden. Und das wollen wir in diesem Jahr natürlich wiederleben, diese Basis plus noch einen draufzusetzen, weil wir ja auch alle jetzt ein Jahr weiter sind. Was auch auffällt, du kritisierst die Mannschaft oder einzelne Spieler nie öffentlich. Also ganz im Gegenteil, auch nach einer etwas durchwachsenen Leistung nimmst du die Mannschaft in Schutz und gibst denen das Gefühl, dass du sie da nicht zusammenhaust. Ist das nur vor der Kamera so oder ist in der Kabine das Vokabular ein etwas anderes und die Lautstärke? Das ist die Frage am besten an dich gerichtet, weil du hast es ja miterlebt. Ich denke, da kann Schnatti was zu sagen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich in der Öffentlichkeit auch vor seine Jungs stellt und dass Fehler passieren im Fußball, ist auch ganz klar, weil sonst gehen alle Spiele wahrscheinlich 0-0 aus. Und ich finde es als Trainer ist wichtig, dass man auch in der Öffentlichkeit da wirklich seinen Jungs den Rücken stärkt. Aber genauso ist es auch in der internen Besprechung, in der Analyse, da muss man die Finger in die Wunde legen. Und da geht es ja nicht darum, jemanden bloßzustellen vor der Mannschaft, sondern da geht es darum, Szenen aufzuarbeiten, zu zeigen, wo ein Fehler war, um es dann nächstes Mal besser machen zu können. Und ich finde, das ist das Wichtigste. Und ich glaube, das ist auch die Sache, wie es unser Trainer angeht. Und ich glaube, das ist hier so, das war davor bei mir so. Und ich finde, auch da, in dem Fall hinter verschlossenen Türe, muss man sich auch die ehrliche Meinung anhören. Und nach außen hin, finde ich, gehört es aber auch dazu, den Jungs ganz klar den Rücken zu stärken. Marc, Neubaum beim SV Waldhof. Die Waldhöfer sind natürlich auch interessiert daran zu erfahren, was ist Marc Schnatterer für ein Mensch. Wenn ich jetzt sage, beschreibe dich mal, kommt wahrscheinlich nicht das raus, was die Leute hören wollen. Wir haben ein bisschen recherchiert, haben so ein paar Fragen aufgetan. Eine davon, stimmt es, dass du vor dem jeweiligen Fußballspiel Spaghetti selbst kochst und die auch in größeren Mengen konsumierst? Größere Mengen heißt bei mir, ich esse so viel, bis ich satt bin zumindest. Also ja. Das mache ich schon. Aber ist Spaghetti so ein Ritual essen? Zwischenzeitlich mal in Heidenheim mit einem Mannschaftskollegen eine WG gehabt und wir haben dann irgendwann eingeführt, dass wir vor den Heimspielen, immer Heimspiele, Spaghetti Bolognese machen, selber. Also jetzt nicht irgendwo uns was holen oder essen gehen und ich habe es mir beibehalten, ja, ich glaube, beim ersten Mal haben wir wahrscheinlich gewonnen und habe gedacht, das bringt mir Glück und mach's immer vor Heimspielen Spaghetti Bolognese. Und die werden dann, wenn die Zeit da ist, mal morgen schon hingestellt, die Soße. Und wenn es nicht da ist, dann halt erst abends kurzfristig, aber schmeckt immer noch. Okay, bleiben wir mal beim Essen. Wenn du etwas isst, das jetzt nicht unbedingt auf dem Speiseplan eines Profisportlers stehen sollte, dass du dann direkt nach Hause joggst, um das sofort wieder zu verbrennen. Gab es das mal oder gibt es das immer noch? Also das gibt es absolut nicht. Das gab es noch nie. Ja, als ein Gerücht. Wenn ich mir mal was zum Essen gönne, was jetzt nichts ist für einen Tag vorm Spiel, dann soll es ja erstmal drin bleiben. Dann bleibe ich gerne noch mal sitzen. Dann muss ich gleich wieder heimrennen und dass okay. Alles wieder draußen ist. Also, wir gehen dem Gerücht nach, aber vielleicht stimmt das Nächste. Du hattest mal eine Hundephobie. Ist das richtig? Absolut. Ja, und wie hat sich die dann gelegt? Hat sich eigentlich gelegt, dass meine Freundin einen Hund hatte oder einen Hund hat. Und ja, meistens ja so, gibt es die ja nur im Doppelpack und da musste ich dann durch. Und früher war es wirklich so, ich habe die Straßenseite gewechselt, wenn der kleinste Hund mir entgegengekommen ist. Und heute, ja, kann ich... Bist du eher Hundeflüsterer, ne? Auf jeden Fall. Da kann ich im Hund mal abends also, auf dem Sofa liegen. Also die Freundin hatte den Hund schon, als ihr euch kennenlerntet. Ja, genau. Nicht extra besorgt dann. Nee. Ich weiß nicht, ob das passiert wäre, wenn ich noch nicht da gewesen wäre. Aber den gab es schon und gibt es immer noch. Und ja, ich bin mir sicher, dass wir uns beide mögen. Also der Hund und ich, ja, meine Freundin auch, aber ja, der Hund auch. Es wurde genauso verstanden, es ging um den. So,
Also man muss ja eine gewisse Disziplin an den Tag legen, um mit 35 auf hohem Niveau noch Fußball spielen zu können. Aber gab es mal so in der Vergangenheit so ein paar Ausreißer, wo man ja sagt, okay, das waren Streiche, die müsste man nicht mehr wiederholen. Ich sage jetzt einfach mal ein, zwei Schlagworte. Arne Feig ist ein Begriff, ne? Mannschaftskollege, ist glaube ich auch im Moment vereinslos. Wäre das jemand für den Waldhof oder? Wir haben ja heute auf der Position ja eigentlich jemand verpflichtet. Okay, war auch nicht meine Urfrage. Alles gut. Also Arne Feig, ein Schlagwort, Hugos in München. Das zweite, zerbrochene Gläser. Klingelt's da? Also, ich weiß, dass wir mal meinen Geburtstag da gefeiert haben. Ja, größere Rechnung dann, ne? Gläser. Arne Feig hat den ganzen Abend die Getränke bestellt und dann, als wir zahlen mussten, kam er zu mir. Also von dem her, gut, es war mein Geburtstag, deswegen habe ich das dann akzeptiert, aber der braucht sich keine Sorgen machen, also ich werde mich irgendwann schon nochmal revanchieren. Also muss aber heftig gewesen sein, wenn das Presseecho bis nach Mannheim reicht. Ach, ich sag, das war alles im Rahmen zum richtigen Zeitpunkt okay. Und der nächste Tag war frei, ich glaube, das war das Wichtigste. Also außer Fußball soll eine deiner Leidenschaften Kaffee sein und das willst du mal irgendwann zum Beruf machen. Ist die Information korrekt? Ja, also das ist so ein kleines Hobby. Ich habe mit zwei Freunden so ein bisschen was auf den Weg gebracht, wo wir so ein paar unseren Kaffeebohnen bei uns dann in Heidenheim, also sind Freunde aus Heidenheim, jetzt nicht vom Fußball. Und wir haben da eine lokale Rösterei mit im Boot und haben da drei Kaffeesorten besetzt und kriegen den in einem Supermarkt gerade, können wir verkaufen, haben einen Online-Shop eingerichtet und haben uns mit dem Thema einfach beschäftigt. Der Ursprung, da würde ich jetzt zu weit ausholen, lag woanders, aber mit Corona war es nicht ganz so einfach und deswegen haben wir versucht, da ein bisschen was zu machen, weil es einfach auch ein interessantes Thema ist und, glaube ich, auch immer gut ist, einen Ausgleich zu haben und eine Abwechslung auch zum täglichen Training. Also irgendwann vielleicht zweites Standbein. Ne? Ja, es läuft ja jetzt schon. Also wie gesagt, es macht unheimlich viel Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ob es dann soweit reicht für ein zweites Standbein, ja, ich meine, das ist ja wie beim Wein, gibt ja so viele Sorten und alles, also es ist auch eine Geschmackssache. Deswegen, wie gesagt, es soll uns ein bisschen vom Spaß, Hobby und deswegen mal schauen, was daraus wird. Ich kann es heute noch nicht sagen, aber wir sind relativ fleißig, aber machen da alles im kleinen Rahmen. Warte mal ab. Also noch eine letzte, vielleicht etwas indiskrete Frage. Was fällt dir zu dem Begriff Gaswerk Bönigheim ein? Also wir waren angehalten, auf die Reaktion zu achten. Die ja, also ich muss mich ja fragen, wer sowas, von wo das kommt. Also, ja, also ich meine, ist ja nicht schlimm. Das ist Kulturkneipe Gaswerk ist in meiner Heimatstadt. Also, da hast du Fußball spielen gelernt, TSV Bönigheim. Ja, ne? Genau. Ja. Aber ich kann bloß sagen, dass man sich da eigentlich immer, wie in vielen Städten, man trifft sich vor Weihnachten und nach Weihnachten mit alten Weggefährten, Freunden und trinkt da mal was. Und ja, jeder, der aus Bönigheim kommt, kennt es und man hat sich da bestimmt auch mal gesehen, aber gibt es jetzt keine bestimmte Geschichte, die ich jetzt darüber erzählen kann, dass Gläser kaputt gegangen sind. Ja, das war bei Hugo in München. Ja, ja. Ja, okay, nee, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Alles okay. Also es gibt auch in Mannheim eine ganze Menge Kneipen, wo man auch Gläser zerschlagen kann oder auch nicht oder leeren kann, einfach nur. Ja, vielleicht fangen wir heute an, aber genau, ja. Also ich würde sagen, schauen wir, dass wir sobald wie möglich ein Spiel gewinnen und dann können wir auch mal ein Glas lernen. Ja, okay. Fritz, gebongt, genau. Patrick, letzte Frage an dich. Also du hast fast überstanden. Was wünschst du dir jetzt für die kommenden Wochen? Was erwartest du weiterhin von Marc Schnatterer und was wünschst du dir für die gesamte Saison? Also ich spreche jetzt bewusst von einem Wunsch. Das kann ja auch mal was sein, was vielleicht ein bisschen unrealistisch ist, aber vielleicht ist da auch was Realistisches dabei. Ja gut, ich wünsche mir, dass wir schnellstmöglich unseren Kader zusammenkriegen, so wie wir es uns das als Verein und in der Mannschaft vorstellen. Und natürlich einen erfolgreichen Fußball zu spielen, ganz klar. Und dass die Jungs halt einfach auch bei dem, was sie tun, weiterhin Spaß haben tagtäglich, weil ohne den wird es nicht gehen und ohne den kriegen wir auch die Leistung nicht, die wir fordern. Und ja, und das ist eigentlich schon alles im Großen und Ganzen. Und natürlich wünsche ich mir, dass die Fans weiter dabei sein dürfen, weil das Erlebnis würden wir ungern missen wollen, was wir jetzt am Wochenende hatten.
Und ja, da bin ich, glaube ich, noch relativ bescheiden, oder? Ja, in der Tat. Aber ich glaube, trotz aller Bescheidenheit, wenn das alles in Erfüllung ginge, wären alle hier zufrieden und noch viel mehr. Marc, was erwartest du dir noch von der Saison, außer natürlich den nötigen Siegen, um mal die Ost und überhaupt das gesamte Karl-Benz-Stadion richtig in Ekstase zu erleben? Gesundheit natürlich, klar. Ja, absolut, aber das wünsche ich allen, dass sie gesund bleiben. Ich hoffe, dass wir als Mannschaft jetzt einfach noch schneller und ja, weiter zusammenwachsen, auf dem Platz das viel mehr zeigen können. Und dann glaube ich auch, dass wir immer die Möglichkeit haben, um die 3 Punkte mitzuspielen. Das muss unser Anspruch sein, auch unser Ziel sein, dass wir eine gute Leistung Woche für Woche abliefern, dass wir dann auch die Chance auf 3 Punkte haben. Das ist für mich was Wichtiges. Und dass wir einfach uns als Mannschaft präsentieren, weil ich glaube, gerade in der 3. Liga, und ich habe es auch jetzt in der 2. Liga kennengelernt, es gibt viele Mannschaften, die wirklich richtig gute Spieler haben, aber manchmal werden sie von einer super Einheit trotzdem geschlagen. Und unser Ziel muss es sein, dass wir die bessere Einheit am Ende des Tages sind, und ich hoffe, dass ich da meinen Teil dazu beitragen kann, dass wir da hinkommen. Das wünschen wir uns alle. Vielen Dank. Ja, liebe Freunde von Besser Wissen, das war's für heute. Ich denke, es waren interessante Ausführungen dabei. Wir sehen uns, wenn ihr alle wollt, wieder. Ich glaube, es ist der 23. August. Wieder mit einem Waldhof-Thema, aber das geben wir noch rechtzeitig vorher bekannt. Vielen Dank, schönen Abend. Kommen Sie alle gut nach Hause oder bleiben Sie noch eine Weile hier. Das Wetter ist ja gut genug. Und vor allen Dingen, bleiben Sie alle gesund.